In Ritterhude am nördlichen Rande Bremens gelegen befindet sich das Hamme-Forum. Das Veranstaltungshaus fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. Im Inneren bietet das Hamme-Forum im Aue-, Ile- und Beke-Saal Raum für Veranstaltungen von 10 bis 80 Personen. Alle drei Räume lassen sich variieren und zum Beispiel für Tagungen, Schulungen und Feierlichkeiten zu einem großen Saal gestalten. Sie sind mit neuester Technik ausgestattet. Herzstück ist allerdings der Hamme-Saal mit einer Bestuhlung für bis zu 450 Personen. Tagungsteilnehmer loben die Räumlichkeiten auch wegen der großen Außenterrasse mit Blick auf die Hamme-Landschaft. In der Pause lädt der Bar- und Foyerbereich zu Erfrischung und Entspannung ein. Für Hochzeiten und größere Familienfeiern überzeugt der Hamme-Saal durch seine Wandlungsfähigkeit und stilvolle Atmosphäre. Am Abend wissen viele namhafte Künstler das Hamme-Forum zu schätzen. Die gute Akustik, nette Menschen und eine hervorragende Technik locken Bands und Künstler, die sonst überwiegend in größeren Städten auftreten. Der Höhepunkt des ganzen Jahres für die Ritterhuder Region ist die Torfnacht auf dem Außengelände des Hamme-Forums. Jeweils im Hochsommer lockt ein attraktives Live-Programm viele begeisterte Besucher ins Open-Air-Konzert an das Hamme-Ufer. Da wird schon mal bis spät in die Nacht gerockt. Zwei Kinos versorgen die Cineasten mit den aktuellen Filmen und Filmkunst. Mit 29 und 56 Sitzplätzen zählen die Kinosäle zu den kleinsten Vorführräumen Deutschlands. Für private Anlässe bietet das Kino ideale Voraussetzungen. Kindergeburtstage im Kino erfreuen die Kinder ebenso wie die Eltern. Und so freut sich das Team vom Hamme-Forum auch auf ihren Besuch, ob nun als Veranstalter oder als Gast.